Wegen Kompakt Linkenspitze lehnt Sarah Wagenknecht Demo ab. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt der Tag am 22. Februar. Das sind einige unserer heutigen Themen. Manifest, Promis für Frieden. Tiefer Staat, Kuba und heute. Freddy, Blick in den Abgrund. Waffen, Zelensky fordert. Es war zu erwarten. Die linke Parteiführung scheut ein Querfrontbündnis für den Frieden und erteilt Wagenknecht eine Abfuhr für ihre Demo am kommenden Samstag. Sehen Sie hier die Begründung des linken Bundesgeschäftsführers Tobias Bank. Und ganz konkret fehlt uns in dem Aufruf die klare Abgrenzung nach rechts, die nämlich augenblicklich dazu führt, dass namhafte Nazis und rechte Organisationen diesen Aufruf unterstützen und massiv zu der Demo am 25. mobilisieren. Die angeblich so bösen Rechten sind für die Spitzengenossen schlimmer als ein Atomkrieg. Ist die Absage des Parteivorstandes für die Wagenknecht-Demo am Samstag ein Vorteil oder ein Nachteil? Darüber diskutieren unser TV-Chef Paul Klemm und Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Die Linkspartei im Ausnahmezustand, die große Wagenknecht-Demo stürzt sie ins Chaos. Am letzten Donnerstag gab es eine Sondersitzung des Parteivorstandes, wo beraten worden ist, wie mit dieser Wagenknecht-Demo umzugehen ist. Und da gab es quasi zwei verfeindete Lager. Auf der einen Seite stand die Mehrheit des Vorstandes, mit dabei auch Janine Wissler, die Parteichefin. Auf der anderen Seite Wagenknecht, die unterstützt worden ist von der Fraktionschefin Amira Mohamed Ali und der natürlich ununterbrochen vorgeworfen ist, sie würde sich nicht genug von Rechten distanzieren und da eine rechtsoffene Demonstration veranstalten. Ich finde ganz interessant die Chronologie des Ganzen. Also es gab schon am Sonntag davor eine Beratung der Parteispitze, wie mit der Demo zu verfahren ist. Und da soll Wagenknecht gesagt haben, dass sie sich klar distanzieren wolle. Dann gab es ja schon so ein paar Interviewausschnitte mit dem Spiegel, wo sie so ein bisschen vorsichtig Abstand genommen hat zu dem Ganzen. Unter anderem zu Tino Chrupalla. Und dann kam ja quasi Lafontaine reingeplatzt mit seinem Interview, wo er sagt, alle sind willkommen, alle, die reinen Herzens sind, sprich auch Patrioten. Und das war ja nur ein Tag vor dieser finalen Sondersitzung, wo dann beschlossen worden ist, dass der gesamte Parteivorstand sich distanziert von der Wagenknecht-Demo und die ganze Sache nicht unterstützen wird. Also ganz schönes Tohuwabohu. Ja, also man... Die beiden Frauen haben ja am 8. Februar ihren Aufruf für die Demo und die Petition vorgestellt. Am 10. haben wir darüber berichtet, natürlich das entsprechend unterstützt. Und am 12., das war dann der Sonntag, hat der Parteivorstand daraufhin gesagt, das können wir nicht machen, da kommen die Rechten. Ja? Also der Zusammenhang auch zu unserer Berichterstattung ist sehr klar. Es wird auch immer gesagt, da wollen unheimlich viele Rechte kommen, aber im Grunde haben das ja nur Tino Chrupalla und Kompakt angekündigt. Mhm. Ja, spannend ist, dass der Vorstand der Linkspartei nicht nur die Demo jetzt schneidet, also er ruft nicht dazu auf, sondern auch nicht nur wegen der Rechten, sondern er stellt auch inhaltliche Differenzen fest. Er wirft jetzt der Wagenknecht vor, sie sei nicht für den Abzug der Russen, was wiederum der linke Aufruf beinhaltet, der übrigens nicht zu einer Demo aufruft, sondern allgemein zu Feierlichkeiten oder Protestaktionen am Jahrestag, ohne irgendwas zu konkretisieren. Hm. Also die haben gar nichts auf Tasche. Und dann ist im linken Aufruf zum Jahrestag auch kein Wort mit Stopp die Waffenlieferungen. Mhm. Während es ja bei Wagenknecht und Schwarzer im Mittelpunkt steht, Stopp die Eskalation der Waffenlieferungen. Also da gibt es jenseits der Differenz, ob man jetzt auf eine saubere, klinisch reine Linksaktion beharrt oder ob man es öffnet Richtung Querfront, gibt es auch inhaltliche Differenzen, mit denen sich die bisherige Friedenspartei Linke ganz klar keinen Gefallen getan hat, das jetzt so hochzuspielen. Dieser ganze Zwist kann zum Untergang der Linkspartei führen, das muss man ganz klar sagen. Und die Leute kommen dann eben am Samstag zu Sarah und Alice und okay, wir werden dabei sein. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Gegensatz, der sich da auftut, der ist ja jetzt nicht neu. Es gab ja schon seit längerer Zeit diese traditionelle Linke um Wagenknecht,
die eben immer noch vernunftorientiert ist, darauf schaut, wie geht es dem Volk, wie geht es dem kleinen Mann, wie geht es dem Arbeiter, die sich also diesen Interessen verpflichtet fühlt. Und dann gibt es diese woke Zeitgeistlinke, die halt leider auch den Vorstand besetzt und die ihre einzige Existenzberechtigung darin sieht, Nazis zu jagen. Dazu gehört natürlich auch die Antifa. Und dass dieses Lager eigentlich das Schwächere ist, hat ja die Demo am Samstag gezeigt, wo die Antifa völlig überrollt war von der ganzen, in München genau, von der ganzen Entwicklung. Also ein Häufchen von Antifas stand da einer Querfront von 20.000 gegenüber. Also da hat man die wahren strategischen Verhältnisse gesehen. Es gab ja auch so eine linksradikale Protestaktion gegen die Sicherheitskonferenz. Da waren dann 3.000 Leute irgendwie auf der Straße. Also im Prinzip nichts gegen die Masse, die dann durch die Querfront zustande gekommen ist. Das finde ich schon beachtlich. Und wenn die Linkspartei sich da nicht ändert, dann wird die untergehen auf jeden Fall. Weil die Wagenknecht-Linke, die hat es auf jeden Fall leichter im Volk. Die würde bessere Umfrageergebnisse erzielen, bessere Wahlergebnisse auch erzielen. Die andere Linke, die Zeitgeist-Linke, die hat es halt leichter im Establishment. Also die kommt in diesem Berliner Politikbetrieb besser klar. Deswegen besetzt sie ja auch die Parteispitze. Aber das ist halt auf Dauer nicht, das hat keine Zukunft. Ja, also München war auch deswegen interessant, weil ja eine Vertraute von Wagenknecht, nämlich die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen, die hat ja auf der linksradikalen Kundgebung gesprochen. Und die linksradikale Kundgebung war natürlich bescheuert linksradikal, aber sie waren gegen die Waffenlieferung und für Verhandlungen. Mhm. Also sie hatten inhaltlich, hatte diese linksradikale Kundgebung in München den Kurs von Wagenknecht. Aber im Unterschied zu Wagenknecht Stand heute wollte sie sich nicht öffnen für die anderen, für die Querdenker zum Beispiel. Und dann hat sich da gezeigt, dass eben dieses linksradikale Konzept, was Teile des Wagenknecht-Umfeldes befürworten, nicht trägt und weit abfällt gegenüber dem breiten Konzept, nennen wir es Querfront. Ja? Also das Kräfteverhältnis, das war 3.000 bei den Linksradikalen und 20.000 bei München steht auf. Das ist eigentlich eindeutig und das wird Wagenknecht auch zu denken gegeben haben. Sie hat jetzt Ende letzter Woche nochmal präzisiert und gesagt, also es sind alle willkommen, die reinen Herzen sind. Oskar fügt hinzu, AfD-Wähler und auch AfD-Politiker. Das ist schon klar. Sie hat dann nochmal gesagt, wir wollen keine Leute dabei haben, jetzt ins Unreine gesprochen, die Kriegspolitik des Dritten Reiches rechtfertigen. Die können nicht für Frieden stehen. Ja? Aber diese Abgrenzung trifft ja nicht uns und trifft auch nicht die AfD, sondern ich weiß nicht, wo es Rechte gibt, die jetzt die Kriegspolitik oder die Vernichtungspolitik des Dritten Reiches befürworten. Das ist vielleicht der dritte Weg oder weiß der Teufel oder so. Ja. Mhm. Aber bei der AfD, jedenfalls Kropala oder jetzt auch bei uns, wir sind ja Patrioten im Sinne von Nationalpazifisten. Ja. Und deswegen bin ich darüber jetzt nicht beunruhigt. Die Zeit ist reif für eine Querfront und ich sehe das auch so gesamtgesellschaftlich. Also es gibt da mittlerweile in jeder Partei so Abweichler, zum Beispiel also nicht nur Wagenknecht in der Linken, sondern auch Boris Palmer bei den Grünen, Hans-Georg Maaßen bei der CDU, wobei der auch kritisch zu sehen ist. Aber trotzdem gibt es so eine Entwicklung. Man hat halt einzelne Politiker, die dem Volk und der Realität immer noch nahestehen. Und dann hat man diese vollkommen abgehobene, abgespacede, realitätsferne Berliner Kaste, kann man sagen, die völlig die Bodenhaftung verloren hat. Und das ist für mich mittlerweile so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Finde ich ganz interessant. Und das zeigt ja auch, dass dieser Querfrontgedanke absolut aktuell ist. Also das aktuelle Parteiensystem ist so verkalkt, dass das gar nicht mehr zulässt, dass Parteispitzen überhaupt noch das abbilden können, was die Mehrheit der Bevölkerung denkt. Das ist sogar bei der AfD teilweise der Fall, dass die Parteispitze ein bisschen abgespaced ist. Bei der AfD ist es natürlich geringer ausgeprägt als bei den anderen Parteien. Aber das ist eine aktuelle Entwicklung. Und die Demo in München hat ja auch gezeigt, da waren Vertreter verschiedenster Parteien, also ehemalige Vertreter, aber Tonhöfer, der mal bei der CDU war, dann Dieter Dehm, der bei der Linken war, direkt nebenan die AfD-Demo. Das heißt, das war eine parteiübergreifende, lagerübergreifende Geschichte und nur so kann man jetzt diesem Kriegskurs begegnen. Ich habe den Eindruck, in der AfD wird es noch nicht ganz realisiert. Also wir hatten die Sache von Kropala, dass er gesagt hat, er geht hin, er unterstützt es.
Aber das wurde seither nicht wiederholt. Ja? Also was fehlt ein bisschen, ist die AfD-Mobilisierung für den kommenden Samstag nach Berlin. Und stattdessen machten jetzt die Ostlandesverbände eine große Mobilisierung am Vortag, am Freitag in Dresden. Da ist also, da spricht Björn Höcke, da spricht der Landesvorsitzende von Brandenburg, Christoph Berndt. Da spricht jemand von der Spitze von Sachsen-Anhalt. Und sprechen Pegida und HC Strache. Ja. Natürlich ist es auch sehr begrüßenswert, der Freitag, dass die AfD da in die Gänge kommt und ihre Kräfte bündelt. Aber ich bin mal gespannt, wie viel sie zusammenkriegen. Das ist nämlich, ich glaube, das realisiert die AfD noch nicht, dass sie auch bei bester Mobilisierung, und am Freitag sind die Voraussetzungen wirklich gut, nicht die Masse erreichen kann, die das Querfrontkonzept zum Beispiel in München schon erreicht hat. Aber ich lasse mich überraschen. Ich bin da Beobachter. Liebe Zuschauer, wie blicken Sie auf die Wagenknecht-Demo? Wollen Sie hingehen oder boykottieren Sie das Ganze? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung wieder in die Kommentare auf YouTube oder auf kompakt-online.de. Und wie immer gilt natürlich liken, teilen, abonnieren. Wir freuen uns darüber. Hier geht es jetzt spannend weiter in der Sendung. Und Sie sehen, wir sind jeden Tag am Ball. In der Friedensfrage sind wir für Sie da. Wir informieren Sie über die Schweinereien der Kriegstreiber und über das, was dagegen passiert an Aktivitäten. Das ist die Mission von Kompakt der Tag. Unmittelbar zu reagieren und abends schon richtig zu stellen, was tagsüber gelogen wird. Helfen Sie uns bei unserer Berichterstattung. Abonnieren Sie uns nicht nur, sondern spenden Sie auch für unsere Arbeit, denn Sie erhalten unsere Sendungen kostenlos, aber für uns kostet es was. Deswegen brauchen wir Ihre Unterstützung. Welche wirtschaftlichen Interessen stehen hinter der Kriegstreiberei? Darüber hat sich Jürgen Elsesser mit dem langjährigen Berufsoffizier und Buchautor Wolfgang Effenberger unterhalten. Unser heutiger Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.